Herzlich willkommen in der heute pandemiebedingt leider quasi leeren Kulturbühne Hinterhalt, die zwischen Geretsried und Wolfratshausen ihr Zuhause hat seit 29 Jahren. Wir gedenken heute in einer Aufzeichnung den Autorinnen und Autorinnen, die 1933 am 10. Mai unter anderem in München am Königsplatz, deren Werke verbrannt worden sind, weil die Nationalsozialisten das jüdische, das kritische, das sozialistische, kommunistische Gedankengut für immer auslöschen wollten. Damals waren über 50.000 Studenten und ihre Professoren an dieser Verbrennung beteiligt. Zusammen wir hier aus verschiedenen Vereinen, dem Kulturverein Isar-Loisach, aus dem historischen Verein Wolfratshausen, aus dem Verein Erinnerungsort Waldram, konnten oder können mit Unterstützung zweier Techniker, dem Thorsten Thane und dem Hendrik Nöller, eine Aufzeichnung machen. Seit 2009 wird in dieser Bühne und später in der Loisachhalle Wolfratshausen in Kooperation mit dem historischen Verein Wolfratshausen gelesen, am 10. Mai gesungen und der Autorinnen und Autoren gedacht. Und auch wenn wir jetzt Pandemie haben, wollen wir diesen Gedenktag nicht einfach so verstreichen lassen. Freut mich sehr, wenn möglichst viele Leute reinhören, reinsehen, und ich wünsche Ihnen allen beste Gesundheit. Ich bin Sibylle Kraft vom Erinnerungsort Badehaus in Waldram, Wolfratshausen, und ich habe mir Erika Mann ausgesucht, 10 Millionen Kinder, die Erziehung der Jugend im Dritten Reich, und dabei einen Auszug aus dem Prolog. Das Schweizer Städtchen St. Gallen liegt sehr nahe der deutschen Grenze. Frau M., das weiß ich, darf mich nicht sprechen. Es ist ein kühnes Wagnis für mich, sie bei sich zu sehen in diesem freundlichen Hotel. Daheim in München kann man sie verhaften dafür, denn ich bin eine Hochverräterin. Oder doch das, was dort so heißt. Jemand, der den Herren des Dritten Reiches die nötige Ehrerbietung nicht zollt und der es vorgezogen hat, sich ihrem Machtbereich zu entziehen. Wegzugehen, irgendwohin, wo es nicht zu sehr nach Blut riecht. Nach Amsterdam, Prag, New York, St. Gallen. Sie ist in Deutschland gewesen all die Zeit über. Kein Anlass zu emigrieren, voll Arier, sie beide, ihr Mann und sie. Gut bezahlte Stellung als Arzt der Gatte, nette Wohnung in Schwabing, anständiges Auskommen. Natürlich ist er in der Partei, Dr. M., im Reichsärzteverband und in der Fachschaft. Könnte nicht leben sonst. Ich weiß das, und so verlieren wir auch hierüber nicht viel Zeit und Worte. Ich sage, und jetzt wollen Sie weg? Warum plötzlich nach 4,5 Jahren? Warum, sagt die Frau und öffnet ein Köfferchen, das vor uns auf dem Tisch steht. Darum, sagt sie, und zieht etwas hervor, ein Lederetui, ein kleiner Reiserahmen für Fotografien. Er heißt Franz, sagt die Mutter und baut den Rahmen sorgsam vor uns auf den Tisch. Ich sage, entschuldigen Sie, aber das verstehe ich jetzt nicht. Wegen des Bübchens also wollen Sie emigrieren? Aber er ist doch ein Arier, Ihr Fränzchen, und wird es gut und ehrenvoll haben im Dritten Reich. Aber jetzt wird Frau M. gesprächig. Sie vergisst sogar zu flüstern, sie spricht laut und deutlich, und auf ihrer hellen Stirn zeigen sich zwei senkrechte Falten der Entschlossenheit und des Zorns. Ich will, dass aus diesem Kindchen ein Mensch gemacht wird. Verstehen Sie mich? Ein richtiger, anständiger Mensch. Einer, der Wahrheit und Lüge auseinanderhalten kann. Einer, der die Freiheit kennt und die Würde und die wirkliche Vernunft. Nicht eine Vernunft, die sich den Gegebenheiten anpasst und die taktisch vorgeht und die schwarz zu weiß macht,
wenn es ihr gerade nützlich erscheint. Ich möchte doch, dass aus dem Buben ein Mensch gemacht wird. Ein Mensch und kein Nazi. Ich habe eine Freundin, sagt sie, die geheiratet hat, ganz jung, gleich von der Schulbank weg, einen Juden. Ihr 7-jähriges Söhnchen ist Halbjude. Er heißt Wolfgang. Neulich habe ich sie gefragt, wie es dem Wolfgang geht. Ganz gut, hat sie geantwortet. Etwas besser heute, weil wenigstens die Sonne nicht scheint. Ich verstand sie nicht gleich und da sagte sie noch, wenn das Wetter schön ist, dann spielen die anderen seine Freunde so lustig im Hof. Und da weint er immer, weil er doch nie mehr mitspielen darf. Natürlich als Halbjude. Die Mutter war ganz ruhig, wie sie das erzählte, sagte Frau M. Aber ihr Gesicht werde ich so leicht nicht vergessen. Und den Satz auch nicht. Es geht ihm besser, weil wenigstens die Sonne nicht scheint. Und bei dergleichen tiefchristlichen Veranstaltungen soll der Franz mitwirken später? Er soll zu denen gehören, die in braunen Uniformhemdchen so lustig im Hof spielen, während der kleine Wolfgang immer weint, natürlich als Halbjude? Nein, ruft die Frau und hat das helle Metall wieder in der Stimme. 3 Wochen später lese ich, dass ein Arztens-Ehepaar aus München, Herr und Frau Dr. M., verhaftet und dass der Mann ins Konzentrationslager Dachau, die Frau ins Gefängnis überführt worden ist. Sie hatten sich wiederholt in herabgesetztem Sinne über das nationalsozialistische Aufbauwerk geäußert, heißt es in dem Bericht. Das 14 Monate alte Söhnchen des straffälligen Paares, Franz M., wurde in ein staatliches Kinderheim überführt. Es steht zu hoffen, dass auf diese Weise es noch gelingen wird, aus dem Knaben einen guten Nationalsozialisten zu machen. Hallo, ich bin der Jimmy Tamileo. Ich bin 21 Jahre alt und studiere Jura an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Ich lese heute aus dem Werk von Erich Mühsam vor, der am 10. Juli 1934 von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Erstes Gedicht, Die Demokraten, von 1905. Genosse Seidelheber sprach, wir sind die Demokraten. Wir wollen nicht mehr im Schlamm der Schmach, im Sumpf des Zwanges warten. Wir wissen selbst, was Not uns tut und brauchen keine Fürsten. Wir alle, die voll Kraft und Mut nach Recht und Freiheit dürsten. Das Volk ist stark, das Volk sei frei, es folge eigenen Räten. Des Volkes Losungswort es sei, Tod den Autoritäten. Und Beifallsmurmeln rings erscholl, Begeisterung packte jeden. Doch mächtigen Freiheitsdranges voll, vor jener fortzureden. Das Volk will selber Führer sein, den eigenen Willen hat es. Der Arbeitmann will sich befreien, der Mann des Zukunftsstaates. Schon stürmt der Freiheit Siegeslauf, ich rede nicht zum Spaße. Der Sturm geht los, das Volk steht auf, der Freiheit eine Gasse. Hei, wieder alles Freiheit schrie, die Alten und die Jungen. Wir sind von Tisch und Stühlen sie, begeisterungsvoll gesprungen. Doch als nun einer rief gar noch, eh sich der Saal wollt leeren, Genosse Seidelheber hoch, da konnt man nur noch hören, aus allem Jubeln Lärmen schreien, Genosse Seidelheber soll fortan unserer Führer sein, ihm folgen wir, hoch leb er. Nun zum zweiten Gedicht, der Revoluzzer von 1907. Der deutschen Sozialdemokratie gewidmet. War einmal ein Revoluzzer im Zivilstand Lampenputzer, ging im Revoluzzerschritt mit den Revoluzzern mit. Und er schrie, ich revolütze, und die Revoluzzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten in der Straßenmitten, wo er sonst unverdrutzt
alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen. Aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie, ich bin der Lampenputzer, dieses guten Leuchtelichts, bitte, bitte, tut ihm nichts. Wenn wir ihn das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lasst die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiele ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten, und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzt und dabei doch Lampen putzt. Nun zum letzten Gedicht, Mein Gefängnis von 1910. Auf dem Meere tanzt die Welle, nach der Freiheit Windmusik. Raum zum Tanz hat meine Zelle, 17 Meter im Kubik. Aus den blauen Himmeln zittert Sehnsucht, die die Herzen stillt. Meine Luke ist vergittert und ihr dickes Glas gerillt. Liebe tupft mit bleichen leisen Fingern an ein Bett ihr Mal. Meine Pforte ist aus Eisen, meine Pritsche hart und schmal. Tausend Rätsel, tausend Fragen machen manchen Menschen dumm. Ich hab eine nur zu tragen. Warum sitz ich hier? Warum? Hinterm Auge wohnt die Träne und sie weint zu ihrer Zeit. Eingesperrt sind meine Pläne namens der Gerechtigkeit. Wie ein Flaggstock sind Entwürfe, den ein Wind vom Dache warf. Denn man meint oft, dass man dürfe, was man schließlich doch nicht darf. Mein Name ist Thorsten Thane und ich bin freier Filmemacher aus Wolfratshausen. Ich habe mich für Das fliegende Klassenzimmer entschieden von Erich Kästner, da das zweite Kapitel, wo der Nichtraucher vorgestellt wird. Ich habe mich für diesen Ausschnitt deshalb entschieden, weil der Nichtraucher so wohnt, wie ich gerne wohnen würde. Den Nichtraucher. So nannten sie einen Mann, dessen wirklichen Namen sie gar nicht kannten. Sie nannten ihn nicht etwa den Nichtraucher, weil er nicht geraucht hätte. Er rauchte sogar sehr viel. Sie besuchten ihn oft. Sie besuchten ihn heimlich und sie mochten ihn gern. Sie mochten ihn fast so gern wie ihren Hauslehrer, den Dr. Johann Böck. Und das will wirklich viel heißen. Und sie nannten ihn den Nichtraucher, weil er in einem Schrebergarten einen ausrangierten Eisenbahnwaggon stehen hatte, in dem er Sommer wie Winter wohnte. Und dieser Waggon enthielt lauter Nichtraucherabteile zweiter Klasse. Er hatte ihn, als er vor einem Jahr in die Gartenkolonie zog, für 180 Mark von der Deutschen Reichsbahn gekauft, ein bisschen umgebaut und lebte nun darin. Die kleinen weißen Schilder, auf denen Nichtraucher stand, hatte er am Wagen stecken gelassen. Im Sommer und im Herbst blühten in seinem kleinen Garten wunderbare Blumen. Wenn er mit dem Umpflanzen, dem Gießen und dem Jäten fertig war, legte er sich ins grüne Gras und las in einem der vielen Bücher, die er besaß. Im Winter lebt er natürlich meist im Wagen. Mit einem kleinen Kanonenofen, dessen blau-schwarzes Rohr zum Dach herausschaute und manchmal schrecklich qualmte, hielt er sein komisches Haus warm. Zu Weihnachten sollte ihm Johnny bescheren. Sie hatten Geld gesammelt und schon ein paar Geschenke besorgt. Warme Strümpfe, Tabak, Zigaretten und einen schwarzen Pullover. Hoffentlich passte der. Sie hatten aber vorsichtshalber einen Umtausch ausgemacht. Martin, der sehr wenig Geld besaß, weil seine Eltern arm waren und er eine halbe Freistelle bekommen hatte, hatte ein Bild für den Nichtraucher gemalt. Es hieß Der Einsiedler und man sah einen Mann darauf, der zwischen Blumen in einem Schrebergarten saß. Am Zaun standen drei winkende Knaben, die er freundlich und doch traurig anschaute. Auf seinen Schultern und Händen hockten kleine, zutrauliche Kohlmeisen und ein Rotkehlchen. Und schillernde Schmetterlinge tanzten über seinem Kopf einen Reigen. Es war ein sehr schönes Bild. Martin hatte mindestens 4 Stunden dafür gebraucht. Mit diesen Dingen sollte Johnny den Nichtraucher am Heiligen Abend überraschen. Sie wussten, dass er Mutterseelen allein sein würde. Und das tat ihnen leid.
Grüß euch. Ich bin der Wickerl Gollwitzer aus Wolfratshausen. Lange Jahre Vorsitzender der Loisachtaler Bauernbühne, Gründer. Viele Jahre Kulturreferent im Stadtrat und jetzt auch heute der Tausendsassa von Wolfratshausen. Einmal da, einmal da. Und da macht es mir ganz besonders Spaß, dass ich mitmachen darf. Ich lese heute eine kleine Episode vom Leon Feuchtwanger, vom Erfolg. Der Leon Feuchtwanger ist ja auch entstammt aus der Weltliteratur, ist ein Münchner Kindl gewesen und musste dann vor die Nazis fliehen. Und ich habe mich einfach beeindruckt mit dem, was er alles geschrieben hat. Jud Süß, ganz ein toller Roman. Aber auch natürlich hier der Erfolg ist ein toller Roman. Und ich fange jetzt einfach an, habe mir eine kleine Stelle rausgesucht. Es geht ja darum, der Münchner Museumsdirektor Martin Krüger hat sich unbeliebt gemacht. Einige Leute wären ihn gern los. Der Meinheitsprozess, den man ihm anhängt, geht deshalb auch nicht gut für ihn aus. Doch er hat Freunde, die seine Unschuld zu beweisen versuchen. Kapitel 3: Der Chauffeur Ratzenberger und die bayerische Kunst. Der Vorsitzende, der Landesgerichtsdirektor Dr. Hartl, jovialer, blonder Herr, verhältnismäßig jung, noch nicht 50, leicht beglatzt, beliebte eine elegante, schmissige Prozessführung. Es gab unter den bayerischen Richtern nicht viele, die einen Prozess, auf den die Augen des Reichs gerichtet waren, halbwegs mit Anstand führen konnten. Er wusste also, dass die Regierung mehr oder minder auf ihn angewiesen war, dass er ziemlich willkürlich vorgehen konnte, wenn nur das Endresultat, in diesem Fall die Verurteilung des Angeklagten, der Politik des Kabinetts entsprach. Es konnte nicht schaden, wenn er der Regierung bewies, dass er seine Fähigkeiten nach allen Seiten hin spielen lassen konnte, dass er ein Faktor war, mit dem man rechnen musste. Seine gut bayerisch-konservative Überzeugung stand über allem Zweifel fest. Er war gesichert durch kluge Zusammensetzung der Geschworenenbank. Juristisch fühlte er sich hinreichend souverän, mit Hilfe der zur Verfügung stehenden biegsamen Paragraphen jeden Spruch, der ihm beliebte, formal überzeugend zu begründen. Warum also sollte er es sich nicht leisten, eine große Sache wie diesen Prozess Krüger artistisch-spielerisch zu führen, sein Verständnis für Menschliches leuchten zu lassen? Der Vorsitzende machte loyalerweise, ohne dass erst der Verteidiger Dr. Geier hätte eingreifen müssen, den Chauffeur auf das Unwahrscheinliche seiner Aussage aufmerksam. Die Vorgänge lagen ja mehr als 3 Jahre zurück. Wie kam es, dass er, Ratzenberger, der doch in der Zwischenzeit mehrere tausend Fahrgäste befördert hatte, sich des Dr. Krüger und seiner Begleiterin so genau erinnerte? War keine Verwechslung möglich? Im Datum? In den Personen? In der legeren Art, wie er mit Leuten aus dem Volk umzugehen pflegte, redete der Vorsitzende auf den Zeugen ein, sodass der Staatsanwalt beinahe unruhig wurde. Aber der Chauffeur Ratzenberger war gut präpariert und blieb keine Antwort schuldig. In anderen Fällen könne er nicht mit solcher Bestimmtheit sagen, wann, wo und wie. Aber am 23. Februar sei sein Geburtstag. Den habe er gefeiert und eigentlich sei er entschlossen gewesen, die Nacht darauf keinen Dienst zu tun. Er sei aber dann doch losgefahren, weil nämlich die Rechnung für das Elektrische nicht bezahlt gewesen sei. Und seine Alte habe so in ihn hineingeplärrt und da sei er halt dann doch losgefahren. Hier konstatierten die Berichterstatter Heiterkeit. Es sei saukalt gewesen und er hätte sich saumäßig geärgert, wenn er keine Fuhre gekriegt hätte. Sein Halteplatz sei an der Mauerkircher Straße gewesen, in einer Gegend, wo lauter noble Leute wohnten. Und dann habe er halt eine Fuhre gekriegt, eben den Herrn Dr. Krüger und eine Dame. Die Herrschaften seien aus einem Haus an der Wiedenmeierstraße gekommen. Dies brachte er vor, treuherzig knarrend, nach jedem Satz etwas schmatzend, sehr bemüht, sich verständlich zu machen. Er wirkte auch bieder,
gemütlich, glaubwürdig, er verbreitete Wohlwollen und Anregung. Richter, Geschworene, Journalisten, Publikum folgten interessiert seinen Aussagen. Das war's. Pfiat euch. Mein Name ist Hendrik Nöller, ich bin Student und Musiker aus München und ich lese von Hermann Hesse einen kleinen Absatz über das Glück. Der Mensch, so wie ihn Gott gedacht und wie die Dichtung und Weisheit der Völker ihn manche tausend Jahre lang verstanden hat, ist geschaffen mit einer Fähigkeit, sich zu freuen an Dingen, auch wenn sie ihm nicht nützen, mit einem Organ für das Schöne. An der Freude des Menschen am Schönen haben stets Geist und Sinn im gleichen Maße teil. Und solange Menschen fähig sind, sich mitten in den Drangsalen und Gefährdungen ihres Lebens solcher Dinge zu freuen, eines Farbenspiels in der Natur oder im gemalten Bilde, eines Anrufes in den Stimmen der Stürme und des Meeres oder einer von Menschen gemachten Musik, solange ihnen hinter der Oberfläche der Interessen und Nöte die Welt als Ganzes sichtbar oder fühlbar werden kann, worin vom Kopfdrehen einer spielenden jungen Katze bis zum Variationsspiel einer Sonate, vom rührenden Blick eines Hundes bis zur Tragödie eines Dichters, ein Zusammenhang, ein tausendfältiger Reichtum an Beziehungen, Entsprechungen, Analogien und Spiegelungen besteht, aus deren ewig fließender Sprache den Hörern Freude und Weisheit, Spaß und Rührung zuteil wird. So lange wird der Mensch seinen Fragwürdigkeiten immer wieder der Herr werden und seinem Dasein immer wieder Sinn zuschreiben können. Denn der Sinn ist ja eben eine Einheit des Vielfältigen. Oder doch jene Fähigkeit des Geistes, den Wirrwarr der Welt als Einheit und Harmonie zu ahnen. Für den wirklichen Menschen, den heilen, ganzen, unverkrüppelten, rechtfertigt sich die Welt unaufhörlich durch solche Wunder wie dies, dass es außer dem Kühlerwerden am Abend und dem erreichten Ende der Arbeitszeit auch noch so etwas gibt wie das Erröten der abendlichen Atmosphäre und die zauberisch gleitenden Übergänge von Rosa ins Violett oder dass es so etwas gibt wie die Verwandlung eines Menschengesichtes, wenn es in tausend Übergängen gleich dem Abendhimmel überflogen wird vom Wunder des Lächelns oder dass es so etwas gibt wie die Räume und die Fenster eines Domes, dass es so etwas gibt wie die Ordnung der Staubgefäße im Blumenkelch, etwas wie die aus Brettchen gebaute Violine, etwas wie die Tonleiter oder etwas so Unbegreifliches, Zartes, aus Natur und Geist geborenes, Vernünftiges und zugleich Übervernünftiges und Kindliches wie die Sprache. Ihre Schönheiten und Überraschungen, ihre Rätsel, ihre scheinbare Ewigkeit, die sie dennoch nicht entfernt und abdichtet von den Anfälligkeiten, Krankheiten, Gefahren, denen alles Menschliche ausgesetzt ist. Das macht sie für uns, ihre Diener und Schüler, zu einer der geheimnisvollsten und ehrwürdigsten Erscheinungen auf Erden. Mein Name ist Assunta Tamileo und ich betreibe im Land zwischen Wolfratshausen und Geretsried die Kulturbühne Hinterhalt. Und ich möchte vortragen, a cappella gesungen, weil ein Orchester habe ich keins dabei, ein Lied des dänischen Tenors und Kabarettisten Max Hansen, der in den 20er Jahren eine Rundfunkgröße war, Operettenkönig und Kabarettkönig. Und insbesondere aufgrund dieses Liedes, und da muss man ganz genau zuhören bei der letzten Strophe, es hat nur drei, musste er emigrieren und konnte nach dem Krieg, er hat den Krieg überlebt in Dänemark, niemals mehr an seine Erfolge anknüpfen. Er hat das versucht und er ist dann relativ früh mit 63 nach zwei Herzinfarkten und einem Schlaganfall gestorben. Wenn man frech ist, schimpfend leid über diese Dreistigkeit, auch wenn man bescheiden ist, man nicht zu beneiden ist. Ich sag alles grad heraus, da mach ich mir gar nichts draus. Wenn ich einen schönen Mann sehe, rutscht mir's raus. Waren Sie schon mal in mich verliebt? Das ist das Schönste, was es gibt. Haben Sie noch nie von mir geträumt? Dann haben Sie wirklich was versäumt. Ich bin nicht groß, ich bin nicht klein. Ich pass grad so in alles rein. Ich bin nicht gescheit, ich bin nicht dumm. Das spricht sich jetzt schon langsam rum.
Bei mir haben sie nichts zum Riskieren. Wie wär's denn, wollen sie es nicht einmal mit mir probieren? Ja, mein Nachbar hat eine Frau, doch der nimmt's nicht so genau. Geht die Frau, dann darf ich rein, denn für drei ist doch zu klein. Einmal, ich vergesse es nie, stand die Frau vorm Bett und schrie, na, da komm ich ja grad recht, ich rief, zu früh waren sie schon mal in mich verliebt. Das ist das Schönste, was es gibt. Betrachten's mich, genau, und dann schauen Sie sich selbst im Spiegel an. Dann, liebe Freundin, werden Sie verstehen, was hier geschah, das muss geschehen. Drum sind Sie brav und nicht nervös und Ihrem Gatten ja nicht bös. Damit werden Sie nichts profitieren. Und wenn Sie gescheit sind, gehen Sie jetzt eine Stunde spazieren. Hitler und der Sigi Kohn kennen sich seit Jahren schon. Eines Tages gingen sie aus miteinander ins Hofbräuhaus. Doch schon bei der fünften Mass werden Hitlers Augen nass. Er umarmt den Sigi Kohn und stottert blass. Was du schon mal in mich verliebt. Das ist das Schönste, was es gibt. Hast du noch nie von mir geträumt? Dann hast du wirklich nichts versäumt. Ich bin nicht groß, ich bin ganz klein. Ich pass grad so nach München rein. Ich bin nicht dumm, bin nicht gescheit. Am größten Dreck hab ich mal freit. Die Freundschaft kannst du gern riskieren. Denn unter uns gesagt, ich hab nichts mehr zum Verlieren. Vielen Dank.